Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch nicht nur Teil 5 der Zwergenreihe von Markus Heitz vor, sondern auch meinen Kooperationspartner für dieses Video und damit den allerersten Kooperationspartner, den ich hier auf YouTube habe. Ich freue mich also sehr, ihn euch vorstellen zu dürfen und fange auch direkt damit an. Es handelt sich dabei um die App bzw. die Firma, wie man es nennen möchte, Storytel. Das ist ein Streamingdienst für Hörbücher und E-Books, der relativ neu auf dem Markt ist. Das Ganze funktioniert so, dass man monatlich 14,90 Euro bezahlt und dafür innerhalb dieses Zeitraums so viele Hörbücher bzw. E-Books hören und lesen kann, wie man möchte. Ich möchte euch das Ganze einfach mal kurz vorstellen und euch meine Erfahrungen damit teilen und im Anschluss erzähle ich euch dann, wie die Zwerge mir gefallen haben. Ich springe zwar ein bisschen in die App, weil es super schwierig ist, sich das alles zu merken. Also, ich fand generell den Vorgang des Anmeldens super easy. Man hat immer 14 Tage kostenfrei Testversion. Finde ich eine gute Sache. Danach wird es kostenpflichtig. Wie gesagt, 14,90 Euro im Monat. Ihr könnt euch die App dann einfach downloaden und euch anmelden. Die Auswahl bei Storytel ist groß, vor allen Dingen, weil die exklusive E-Books und Hörbücher anbieten, die es eben nur bei Storytel gibt. Die übrigen Sachen, die man so kennt, muss ich einschränkend sagen, dass es da noch nicht alles gibt. Aber ich wurde auf jeden Fall nicht enttäuscht. Ich habe da alles gefunden, wonach ich gesucht habe. Ich glaube, ein Buch oder sowas nicht. Also es ist echt schon eine sehr große Bibliothek. Und eben weil die App noch relativ neu ist, denke ich mal, wird sich da in den nächsten Wochen und Monaten auch noch einiges tun, was das angeht. Also nicht unterkriegen lassen, wenn ihr euer Lieblingsbuch da nicht findet. Das kommt bestimmt noch. Ja, ich habe dann einfach die Zwerge zum Beispiel da gehört, sogar, ich glaube, 2 oder 3 Teile davon und ich habe auch schon mit 9 Büchern angefangen. Ich erzähle euch einfach mal ein bisschen, was man da so einstellen kann. Ich finde es nämlich super praktisch, bei Storytel werden die Kapitel einzeln aufgezeigt, sodass man auch sehen kann, okay, ich bin gerade bei Kapitel 25 und ich befinde mich im ersten Drittel davon, finde ich total praktisch, weil man ja häufig sonst nicht so richtig weiß, wo man jetzt gerade steht und naja, die Zeitangabe, sage ich mal, wie lange ich schon gehört habe, hilft mir nicht so wirklich. Ich finde das auch cool, weil ich das zum Beispiel häufig mache, dass ich vom Hörbuch zum Buch switche und dann kann ich einfach da wieder einklinken, wo ich aufgehört habe. Wo ich jetzt gerade eh schon davon gesprochen habe, man kann unter der Zeitleiste, sage ich mal, wo man sehen kann, wo man gerade ist, auch die Minutenanzahl sehen, die man schon gehört hat und die man noch hören wird, also die verbleibende. Dazu gibt es eine Art Schlaftimer, den man einstellen kann, was ich super praktisch finde für Leute, die zum Beispiel gerne abends Hörbuch hören zum Einschlafen, aber nicht wollen, dass das Handy die ganze Nacht überläuft oder eben das Hörbuch einfach zu Ende läuft, während sie schlafen. Passiert meiner Mama nämlich oft. Auf jeden Fall kann man da individuell einstellen, okay, ich möchte, dass das nach 1 Stunde 20 einfach aufhört. Man kann aber auch sagen, ich will, dass es nach dem nächsten Kapitel aufhört zu spielen. Finde ich total praktisch. Dazu kommt noch, dass man auch die Wiedergabegeschwindigkeit einstellen kann. Das kennt man ja so auch von anderen Anbietern. Finde ich sehr praktisch, weil ich häufig finde, dass die Hörbücher super langsam gelesen werden und ich dann halt denke, wenn ich die jetzt auf doppelte Geschwindigkeit höre, dann habe ich nur 10 Hörstunden oder 15 Hörstunden statt 30. Und das macht ja schon einen Riesenunterschied, vor allem wenn man die trotzdem sehr gut versteht. Also ich finde das ein sehr, sehr gutes Ding. Was mir auch super gefällt, ist, dass man sich Lesezeichen setzen kann, damit man eben zwischen verschiedenen Büchern bzw. Hörbüchern springen kann, was ich auch mega cool finde, weil ich das bei meiner Erfahrung eher so hatte, dass ich eins zu Ende hören musste, damit ich das nächste anfangen kann, weil ich sonst nicht mehr weiß, wo ich war. Und das fand ich immer total blöd irgendwie, weil man ja auch gerne ein bisschen hin und her springen möchte. Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Funktion. Dann kann man sich unter dem Optionen-Button noch die Buchinfos ansehen, was ich auch cool finde. Gerade wenn ich ein Video zum Beispiel mache, dann muss ich immer noch extra dazu recherchieren und so kann ich es einfach ganz easy peasy und schnell mir anzeigen lassen, wie viel das Buch kostet, wie lange es dauert und worum es eben auch geht. Dann kann man das Ganze auch im Offline-Modus hören, indem man es zu Hause runterlädt, was ich sehr praktisch finde, weil meine Internet flat, sondern sonst einfach hinüber ist.
wenn ich ein Hörbuch höre und das sonst ja auch so stockt. Finde ich mega cool, kennt man auch von anderen Anbietern. Man kann dazu das Hörbuch auch noch mit anderen Storytel-Nutzern teilen, was ich ebenfalls eine coole Sache finde, weil ich dann eben meinen Freunden einfach zeigen kann, so hey, ich höre gerade das und das hat mir super gut gefallen, vielleicht wäre das auch was für dich. Sehr praktisch. Man kann außerdem ein kostenloses Probeabo verschenken. Generell, wie gesagt, gilt das Probeabo 14 Tage, danach wird es dann kostenpflichtig. Euer Vorteil davon, wenn ihr mir folgt, ist, dass ihr Zugang zu dem Link unten habt in der Infobox. Da findet ihr einen Gutschein für 30 Tage kostenfrei testen. Das bedeutet, also die normale Testzeit wurde aufs Doppelte verlängert. Ich finde das echt ein gutes Angebot, weil ihr so richtig viel Zeit habt, um euch das mal anzugucken, ob es euch gefällt, ob ihr das überhaupt regelmäßig nutzt, ob ihr die Angebote gut findet und vor allen Dingen natürlich auch, ob das überhaupt ein adäquater Ersatz vielleicht für das für den Anbieter ist, den ihr derzeit nutzt. Also klickt auf den Link und startet mit dem Hörbuch oder dem E-Book, wie auch immer. Probiert es einfach aus, vielleicht gefällt es euch ja genauso gut wie mir. Ich bin auf jeden Fall überzeugt und kann nur sagen, ich habe meinen alten Anbieter dahin gewechselt, weil ich es sehr praktisch finde, dass man eher so freie Auswahl hat und auch viele Bücher in einem Monat lesen oder hören kann, ohne dass man die alle einzeln kaufen muss. Damit war es das dann auch schon für das Storytel-Angebot, für die Kooperation. Ja, ich bin irgendwie ein bisschen aufgeregt, weil ich das noch nie gemacht habe. Ihr findet unten in der Infobox auf jeden Fall nochmal andere, beziehungsweise nicht andere, sondern nochmal Infos zu Storytel und der Kooperation. Und wir machen weiter mit den Zwergen Teil 5. Das Hörbuch habe ich bei Storytel gehört. Und zwar wird es gelesen von Johannes Steck. Finde ich ein hammermäßigen Leser. Ich bin immer wieder begeistert von ihm, wenn ich ihn höre. In dem Buch geht es darum, dass das geborgene Land steht irgendwie wieder so kurz vor Schluss und Tungdil hat sich im letzten Teil geopfert, um das geborgene Land zu retten. Das kam aber irgendwie nicht so raus, wie er sich das gewünscht hat. Auf jeden Fall ist Boeing Deal wieder einmal zurückgeblieben und in tiefer Trauer um seinen Freund. Dafür versucht er aber zusammen mit anderen, mit den Menschenkönigen und Königinnen, eine große und einen einheitlichen Frieden zu schaffen. Dabei geht in dem Elfenreich aber irgendwie etwas total Komisches vor, was Boeing Deal gar nicht behagt. Und dazu kommt noch ein Mädchen, das in einem Dorf im jenseitigen Land gefunden wurde, was auch irgendwie einfach seltsam ist und dem Zwerg Angst einjagt. Und ihm will keiner glauben. Als dann plötzlich Bestien das geborgene Land heimsuchen, ich vertue mich die ganze Zeit, und eine geheime Botschaft an Boeing Deal mit sich führen, ist dem Zwergenkönig klar, dass sein Freund Tungdil zurückgekehrt ist. Ob es diesmal der richtige, echte Tungdil ist und was dann der andere war, wissen wir nicht. Dafür müsst ihr das Buch lesen oder hören. Wie hat es mir gefallen? Ich vertrete nach wie vor die Meinung, die Reihe hätte nach Teil 3 zu Ende sein können. Ich fand es jetzt in diesem Teil stellenweise schon einfach komisch, dass sich keiner fragt, wieso gibt es jetzt noch einen Tungdil, weil der ist ja gestorben, also vor unseren Augen. Warum ist der da? Was macht der da? Wie kann das überhaupt möglich sein? Ich fand, diese Frage wurde viel zu selten gestellt. Es wurde viel öfter gefragt, so, ist es der echte Tungdil? Und ich denke mir so, ja, aber der ist gestorben vor euren Augen. Wieso glaubt ihr überhaupt daran, dass es noch einen echten Tungdil geben könnte? Wo der Boeing-Deal ja auch in Teil 4 total davon überzeugt war die ganze Zeit, dass das der echte Tungdil ist. Das fand ich ein bisschen zu wenig erklärt. Ich weiß nicht, ob es vielleicht damit zusammenhängt, dass ich diese Albä-Bücher nicht gelesen habe. Vielleicht wird es da etwas mehr erklärt, ich weiß es nicht. Aber ich fand diesen ganzen Umstand einfach irgendwie total komisch und gar nicht nachvollziehbar. Dann die Geschehnisse da fand ich natürlich spannend, also wie immer super geschrieben und es war aufregend und abenteuerlich. Aber ich muss auch sagen, mir fehlte dieses Gefüge vom ersten und zweiten Teil. Mir hat das einfach super gefallen, diese Gefährten, die da zusammengekommen sind und dass die schon in Teil 2 so aufgebrochen wurden, hat mir schon nicht gefallen. Ich mag das eigentlich, wenn, klar, es muss mal jemand sterben, aber wenn dieses
Grundgefüge noch da bleibt. Und das war für mich einfach Tungdil und Boeingdil und Boeingdal. Und dass die einfach weg sind, fand ich halt schon irgendwie schade. Beziehungsweise, was heißt weg, aber dass sie nicht mehr so sind wie vorher. Dann fand ich diesen Aspekt zwar auch ziemlich cool, dass wir eine Story haben, die über mehrere Jahrhunderte hinweg geht. Das heißt eben auch, wir lernen die Nachfahren derjenigen kennen, die nicht so langlebig sind, wie beispielsweise Zwergen oder Elfen. Das finde ich eigentlich einen ziemlich coolen Aspekt immer, aber ich muss auch einfach sagen, ich habe die alten Charaktere vermisst. Ich fand die neuen, die waren zwar auch gut, aber ich fand die einfach, das war nicht so meins irgendwie. Ich mag das lieber, so eine Freundesgruppe zu haben, die oder eine Gruppe, die sich halt so kennenlernt im Laufe der Story und wir begleiten die dann bis zum Ende der Story. Und so war es halt irgendwie so, dass zwischendrin einfach Leute an Altersschwäche sterben, weil so viele Jahre vergangen sind. Und das fand ich dann irgendwie ein bisschen enttäuschend einfach. Ich hätte das lieber, wenn es nicht so offen geendet hätte mit deren Tod, also wenn ihr versteht, was ich meine. Dass die Menschen dann halt einfach sterben, obwohl der Tungdil ist noch gar nicht wieder da oder sowas. Das finde ich halt immer ein bisschen schade irgendwie. Auf der anderen Seite finde ich es halt auch cool, weil dadurch diese Eigenschaft der Zwerge, dass sie eben auch sehr viel langlebiger sind als Menschen, nochmal verdeutlicht wird. Was ich so in den anderen High-Fantasy-Büchern auch nie gesehen habe. Ich hatte immer das Gefühl, okay, die sind vielleicht ein bisschen langlebiger, aber nicht so 800 Jahre langlebig. Fand ich auch cool, macht das Ganze aber natürlich auch irgendwie ein bisschen komisch, weil sich die ganze Welt irgendwie wandelt, aber die Zwerge bleiben halt immer gleich, so ein bisschen. Ja, also alles in allem bin ich zwiegespalten, was die Reihe angeht. Auf der einen Seite finde ich sie großartige High Fantasy, es hat mir viel Spaß gemacht, die zu hören. Auf der anderen Seite fand ich sie aber zu ausschweifend. Mir jetzt vorzustellen, dass noch zwei Bände kommen, finde ich überhaupt nicht attraktiv irgendwie. Also der Gedanke langweilt mich eher. Ich hätte halt lieber einfach was ganz Neues vielleicht. Ja, oder halt, keine Ahnung, irgendwelche anderen Zwerge, die halt eingeleitet wurden und dann eben zur Hauptperson werden oder so. Aber dieses Ganze um das geborgene Land und keine Ahnung, das finde ich alles einfach überhaupt nicht mehr interessant. Für mich ist das schon seit Teil 3 irgendwie total ausgelutscht. Und ich finde es schade, dass es auch so ausgepresst wurde, irgendwie ein bisschen, ja, gefällt mir jedenfalls nicht so gut. Aber wie gesagt, Zwiespalt deshalb, weil mir die Story an sich, also während des Hörens und Lesens, sehr gut gefallen hat. Ja, was kann ich dazu noch sagen? Im Grunde nichts. Ich denke nicht, dass ich die Albae oder die neuen Zwergebücher lesen werde. Vielleicht könnt ihr mal drunter schreiben unter die Videos, ob ihr das gelesen habt, ob es euch gefallen hat oder nicht, ob ihr vielleicht sagt, so nee, Zwerge über alles oder dass die vielleicht nochmal was ganz Neues zeigen, fände ich auch super interessant, weil dann weiß ich schon mal so ein bisschen, worauf ich mich vorbereiten kann, falls ich dann doch mal Lust habe, das zu hören. Auf jeden Fall, ja, war das eine interessante Erfahrung mit den Zwergen. Es war jetzt die, also eine der ersten, aber ich habe schon so 5, 6 andere High-Fantasy-Reihen gelesen, aber das war wirklich eine der bekanntesten deutschen, die ich gelesen habe. Und ich bin froh, dass ich es auf jeden Fall gemacht habe, weil ich Markus Heitz immer sehr skeptisch gegenüberstand irgendwie und er konnte mich jetzt dann doch von sich überzeugen. Ja, das war's dann auch schon. Am Sonntag kommt natürlich das 4. Advent-Video. Ich verrate euch aber noch nicht, worum es dabei geht. Dafür müsst ihr den Abo-Button drücken und die Glocke aktivieren, um es nicht zu verpassen. Und nicht vergessen, wenn ihr den Link in der Infobox drückt, kriegt ihr 30 Tage kostenfrei Testversion von Storytel. Ich kann es, wie gesagt, nur empfehlen und hoffe, ihr seht es genauso. Ich wünsche euch wie immer ganz, ganz viel Spaß beim Lesen und noch einen schönen Tag.